Nach meiner Schule habe ich ja Ausbildung gemacht als Werkzeugmacherin. Es war zum ersten Mal, dass überhaupt ein Mädchen diesen sogenannten Männerberuf erlernt hat. Und dadurch bin ich ganz schnell durch die Mitgliedschaft der IG Metall in die Arbeitnehmervertretung gerutscht. Das heißt, ich war Jugendvertreterin und Betriebsrätin und war als solches dann auch im Verwaltungsbereich der IG Metall aktiv. Also ich habe mich aufstellen lassen, nachdem ich zuvor ein Jahr lang in den Gemeinderat als Zuschauer gegangen bin. Ich habe mir das mal angeschaut, was macht man da eigentlich, wie geht es da eigentlich zu. Und mich haben viele Abstimmungsergebnisse jetzt nicht gerade begeistert. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, da mache ich jetzt einfach mit. Vielleicht kann man da was bewegen, damit man die eigenen Ziele auch mal anbringen kann. Es war natürlich für mich eine Überraschung, dann mit 21 tatsächlich gewählt zu werden. Ich habe als Frau im Gemeinderat keine Nachteile für mich empfunden. Es kam mir eher so vor, am Anfang als junges Mädchen wird man von den älteren Kollegen, die schon seit Jahrzehnten quasi Stadtväter waren, vielleicht am Anfang nicht als gleichwertiges Mitglied betrachtet. Aber das hat sich im Laufe der Zeit, im Laufe der Erfahrung auch geändert. Ich war eigentlich von Anfang an im Bereich Umwelt und Technik und das bin ich bis jetzt geblieben und das ist einfach mein Thema. Also ich bin unheimlich stolz, dass wir bis heute die Vergabe des Umweltpreises haben. Das betrifft vor allem Kinder und Jugendliche, die können sich alle 2 Jahre bewerben mit einem Umweltprojekt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir jetzt ganz aktuell die Ausweitung Naturschutzgebiet Südsee planen und die Ausweisung, die wird wohl nächstes Jahr tatsächlich beginnen. Ich bin ganz stolz darauf, dass wir das Thema Mobilität, also Mobilitätswandel, ganz aktiv begleiten, indem wir sagen, wir brauchen einfach, damit wir vom Auto zum Fahrrad kommen, sichere, durchgehende Fahrradwege und einen funktionierenden ÖPNV. Der zweite Bereich ist wirklich Betreuung und Bildung. Und heute haben wir mit unserem Engagement bewirkt, dass zum Beispiel auch der wichtige Bereich der Schulkindbetreuung in Laubheim komplett abgedeckt ist. Und da können wir uns wirklich mit Stolz auch auf die Schulter klopfen. Im Politischen stößt man eigentlich oft an Grenzen, weil wir sind ja eigentlich von Anfang an eine Minderheitsfraktion und da ist man immer abhängig davon, ob man Unterstützung von anderen Fraktionen kommt. Das kommt oftmals nicht, aber wir haben immer sehr viel Geduld. Im Laufe der Jahre werden dann die ureigenen Vorschläge dann doch in irgendeiner Weise umgesetzt und da sind wir froh drüber. Also Frauen sind durch Familie und Beruf ja sowieso schon in der Regel doppelt belastet. Und wenn dann das Ehrenamt noch dazu kommt, dann ist es richtig, dann wird die Belastung umso größer. Dieses Ehrenamt eröffnet einem dann wieder andererseits so viele Möglichkeiten und Themenfelder, die man ansonsten nie hätte. Man hätte diese Erfahrungen nicht, wenn man dieses Ehrenamt nicht ausüben würde. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, sich auf kommunaler Ebene oder Kreisebene oder auf welcher Ebene auch immer sich zu engagieren. Ich finde es schade, dass die Entwicklung von Frauenbeteiligung in Kommunalparlamenten so wenig, so langsam vorangeht. Also am Anfang, als ich 84 in Gemeinderat kam, da war es so, dass sich die Frauen eher nicht so gerne auf Listen bereitgestellt haben. Thema war auch immer diese Doppelbelastung. Heute muss ich sagen, wenn ich heute die Kandidatenlisten sehe, sind die Frauen durchaus vertreten. Warum sie nicht gewählt wurden, das muss man die Wähler fragen. Aber es gibt wirklich sehr viel
gut geeignete Frauen, die ich mir wünschen würde, dass sie Kolleginnen wären im Gemeinderat oder im Kreistag, aber die leider nicht gewählt wurden. Also für mich war es immer wichtig, dass man keine Symbolpolitik betreibt. Und das hinterlässt dann natürlich auch Spuren. Durch meine Ablehnung von bestimmten Art von Tierhaltung bin ich seit 30 Jahren Vegetarier. Und dann natürlich finde ich es ganz wichtig, wenn man diese Mobilität Wandel vollziehen möchte, dass man selber dann auch mit dem Fahrrad und mit dem ÖPNV fährt. Aber ich kann nicht den Bürger sagen, fährt mit dem Zug, nützt den ÖPNV und selber mache ich das nicht, weil es zeitlich so viel Zeit in Anspruch nimmt. Und darum versuche ich immer bei Forderungen zu gucken, man muss diese Forderungen selber auch leben und umsetzen.